Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV. Natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat die erste Pflichtaufgabe der Saison 2018-19. Souverän, aber doch mit bisschen Bauchweh, würde ich fast behaupten, gemeistert. Ein 2:0 gegen den ASV Siegendorf in der ersten Runde des ÖFB Cups. Für den Titelverteidiger ist es dann geworden. Siegendorf, eins vorweg, muss ich ein großes Kompliment aussprechen, denn die haben das wirklich gut gemacht, sind vor allem defensiv meistens sehr gut gestanden und haben nicht so extrem viel zugelassen. Also wenn man bedenkt, dass das die vierte Leistungsstufe war, dann ja, muss man sagen, Chapeau an der Stelle an die Burgenländer. Und zum Spiel unserer Blackies insgesamt war das spielerisch eben nicht die große Glanzleistung, habe ich mir eben auch vor dem Spiel schon nicht erwartet. Und so ähnlich ist es eigentlich dann auch eingetroffen. Man hat eigentlich ja in den ersten 10 Minuten nicht wirklich was gesehen, außer dass unsere Blackies eben deutlich mehr Ballbesitz natürlich hatten und das Spiel souverän kontrolliert haben. Obermeier hat dann in Minute 11, glaube ich, einen Schuss aus der Distanz abgegeben, wo der Siegendorf-Keeper eingreifen musste. Aber ansonsten kam da von Sturm leider lange Zeit sehr, sehr wenig, vor allem in Richtung 16er ging so gut wie gar nichts in den ersten 20 Minuten. Nach 25 Minuten gab es dann aber Gott sei Dank den Dosenöffner in Form vom Tor von Markus Pink, der ja schon in der Vorbereitung sehr gut getroffen hat und eben jetzt auch im ersten Cupspiel da gut unterwegs war. Das Tor selber finde ich auch recht schön rausgespielt. Da hat es mal einen Glanzmoment gegeben. Peter Schul spielt auf Stefan Hierländer. Der dreht sich da schön so ein bisschen um die eigene Achse, lässt den Gegenspieler quasi da aussteigen mit einer schönen Bewegung. Dann lupft er den Ball punktgenau eben auf den Fuß von Markus Pink. Der stoppt sich den Ball runter und schiebt ihn dann souverän ein zum 1:0 in Minute 25 eben. Also die Führung für unsere Blackies so ein bisschen fast aus dem Nichts, würde ich trotzdem behaupten in dieser Phase. Da hat es bei mir schon ein bisschen so unangenehm gekribbelt da in der Magengrube. Ja, wenn es lang 0-0 steht, man weiß ja, wie das bei Cup-Partien so ist. Und das war auf jeden Fall schon eine deutliche Erleichterung, Gott sei Dank, das 1:0 da mal zu erzielen. In der Folge ist dann im ersten Durchgang aber nicht mehr wirklich viel passiert. Sturm eben wieder in Ansätzen gefährlich, aber so wirklich konkrete, richtige Torschancen waren es dann doch nicht. Also von dem her gab es dann eigentlich nur mehr eine richtig, richtig gute Möglichkeit für Siegendorf. Das war knapp vor der Pause. Die Nummer 9 der Siegendorfer spielt den Ball schön in den Lauf der Nummer 33 und unsere Abwehr sieht da wirklich nicht gut aus. Also die Abseitsfalle klappt da überhaupt nicht. Und dann kommt Jörg Siebenhandel noch rausgestürmt und kann die Situation Gott sei Dank bereinigen. Also das wäre es natürlich noch gewesen, der Ausgleich vor dem Pausenpfiff. Aber dem war am Ende dann nicht so. Und ja, mit dem 1:0 ist es dann auch in die Kabine gegangen. Im zweiten Durchgang hat Sturm dann Gott sei Dank ein bisschen nachgelegt. Also so ganz zufrieden dürfte Heiko Vogel, glaube ich, nicht gewesen sein mit der ersten Hälfte. Man hat in der 51. Minute bei Sturm nämlich dann auch gleich eben das 2:0 erzielen können. Peter Schul wieder mit einem schönen Ball in Richtung Obermeier, diesmal auf die rechte Seite. Obermeier dann wirklich sehr schön im 1-gegen-1-Duell, lässt er da seinen Gegenspieler keine Chance, lupft den Ball dann wunderbar auf den Kopf von Stefan Hierländer und der köpft ihn dann schön ein gegen die Laufrichtung des Siegendorfer Schlussmanns zum 2:0. Damit war die Messe dann aber auch gelesen, also mit dem zweiten Tor. Bei mir persönlich gab es sowieso jetzt nie den Gedanken, Siegendorf, das wird vielleicht nochmal gefährlich, aber das 2:0 war natürlich auch schon ein bisschen eine Erleichterung und ja, damit war das Ganze dann erledigt. Sturm hatte dann, wie ich finde, so ungefähr zehn gute Minuten, wo man dann wirklich auch aufs dritte Tor gedrückt hat, aber das wollte nicht so ganz fallen. Da gab es ihm dann eine Chance für Hosina, wieder nach Pass von Schul. Der hat zwar jetzt nicht die extremste Laufleistung gebracht, aber wirklich, wenn er seine Pässe anbringen konnte, dann waren die eigentlich immer ganz gefährlich. Und eben Hosina, der sich bemüht hat, aber ja, man merkt doch, da fehlt der Rhythmus irgendwo so ein bisschen, die Laufwege stimmen noch nicht, also der kommt, glaube ich, schon noch, aber sein erstes Spiel, ja, war sehr viel Laufen, ohne wirklich was draus zu holen. Auf jeden Fall eben Hosina mit der guten Möglichkeit, spitzelt den Ball alleine vom Keeper, dann aber viel zu weit drüber, kann ihn eben nicht richtig kontrollieren und dann hat auch noch Hierländer, glaube ich, war es noch eine gute Möglichkeit, der eben den Ball an Freund und Feind natürlich vorbeischlenzt und da geht dann knapp am Tor vorbei der Siegendorfer und sonst ja, gab es dann nicht mehr so wahnsinnig viele Highlights. Im Endeffekt wurden in der Schlussphase noch Markus Lackner eingewechselt, Essay und Husbeck.
Und ja, von Siegendorf gab es keine Torschuss mehr. Von uns ja nichts wirklich Vernünftiges eigentlich dann auch mehr. Und so ist es dann auch beim 2-0 im Endeffekt geblieben. Man hat sich nicht wehgetan. Ich persönlich hätte mir gerne ja, 3-4 Tore mehr erwartet. Aber Fußball ist halt auch kein Wunschkonzert. Und eins ist klar, als Gradmesser für Ajax darf man dieses Spiel nicht hernehmen, also hatte schon eher mehr Testspielcharakter als jetzt wirklich Cup-Runde in meinen Augen. Und klar, gegen Amsterdam wird man, glaube ich, sowieso eine andere Leistung auch sehen. Vom System vielleicht noch kurz, glaube ich, könnte das auf jeden Fall schon die Ajax-Variante größtenteils gewesen sein, obwohl man ja den einen oder anderen noch geschont hat. Janscha zum Beispiel, beziehungsweise Spieler, die nicht so ganz fit waren. Auf jeden Fall vom System her war es im Endeffekt dann ein 3-5-2 System, in der Defensivbewegung natürlich mit Fünferkette. Also man hat hinten mit außer Siebenhandel im Tor natürlich Aflonitis gehabt, Spendlov und Narasic, also die gestandenen drei Innenverteidiger. Koch zum Beispiel wurde auch auf der Bank gelassen, eben aus Fitnessgründen. Auf der rechten Seite durfte dann Obermeier eben ran, der eben den rechten Flügel insgesamt beackert hat. Auf der linken Seite Ferreira, den ich persönlich nicht so wirklich gesehen habe über die gesamte Partie. Dann eben das, ja, das Mittelfeldzentrum wurde eben mit Schul und Tierländer ganz gut ausgefüllt. Also da hat man schon ja, zwei spielstarke Kerle gehabt vorne und natürlich Sani Lovric, der auch von Beginn weg an ran durfte, ja, der eben in der Defensive, glaube ich, seine Sache ganz ordentlich gemacht hat. Und vorne war es eben interessanter mit Hosina und Pink. Pink eben mit seinem Tor und bei Hosina zumindest ja ein paar Ansätze, die okay waren, aber natürlich noch zu wenig. Aber ich glaube, insgesamt wird das Ganze schon noch werden. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Facebook, Twitter, Instagram, was gibt's noch? Genau, wenn ihr mir eine Privatnachricht schreiben wollt, dann gerne unter derlenztv@gmx.at und wenn ihr den Kanal supporten wollt, dann gerne den Support-Button eben bei YouTube, bei der Lenz TV einfach mal anklicken und da könnt ihr via PayPal dann gerne ja eine freiwillige Spende abgeben, wenn euch danach ist. Und ja, von dem her war es das dann auch schon wirklich. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.